die Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, war sozusagen der Beginn ihres Schreibens überhaupt als Romanschriftstellerin. Sie hat lange in Brasilien gelebt als Tschechischlehrerin und hat dort eine Tschechisch-Schülerin gehabt, eine Frau, die ihr aus ihrem Leben erzählt hat. Ta paní přišla, byla to Brazilka a říkala mi, jaké dlouho se naučím česky. Diese Frau, diese Brasilianerin ist zu ihr gekommen und hat sie gefragt, wie lange wird es dauern, bis ich Tschechisch kann. Já jsem říkala, za dost dlouho. A proč? Und sie hat dann gesagt, das wird eine Weile dauern und sie hat auch gesagt, warum das so ist. A ona říkala, protože můj manžel byl Čech a on emigroval, ale v Čechách zanechal svoji přítelkyni a celých 50 let, co jsem s ním byla vdaná, tak si s tou přítelkyní dopisoval česky. Es hat damit zu tun gehabt, dass der Mann dieser Dame aus Tschechien oder ursprünglich Tscheche ist und vor 50 Jahren emigriert ist. Und die ganze Zeit, während sie mit ihm in Brasilien zusammenlebte, hat er mit seiner ehemaligen Freundin, die er dort zurückgelassen hat, Briefwechsel geführt. Und mein Mann ist jetzt gestorben und ich möchte diese Briefe gerne lesen. Tady je jenom jedna překladatelka v São Paulo a to je hrozná drbná a já si to dopisy musím přečíst sama. Und sie, Marketa hat vorgeschlagen, sie möge sich die Briefe übersetzen lassen, ganz einfach. Und dann hat die Dame gesagt, nein, das wird nichts. In São Paulo gibt es nur eine einzige Übersetzung aus dem Tschechischen, Übersetzerin aus dem Tschechischen und die hat die erzählt gerne viele Sachen rum und lässt am Maul, der möchte ich damit nicht kommen. To mi přišlo jako opravdu originální důvod, proč se učit česky. A tak jsem jí říkala teda, že jí s tím pomůžu. Přišla asi na 3 lekce a pak už jsem nikdy neukázala. Das war natürlich ein interessanter Grund, Tschechisch zu lernen. Hat also eingewilligt, dass sie ihr helfen würde. Sie ist dann auch 3-mal zum Unterricht gekommen und hat es nie wieder aufgetaucht. A já jsem toužila, aby ten příběh měl ještě nějaký pokračování. A tak jsem si ho napsala. Und Markéta hatte aber so ein Verlangen danach, dass diese Geschichte weitergeht und hat sie einfach selber geschrieben. Takže já jsem taky byla zvědavá, co v těch dopisech bylo. Sie war so selber neugierig, was in diesen Briefen nun stand. Takže jsem potom tu paní v mé knížce poslala do Prahy, aby se seznámila s tou milenkou svého manžela. Also hat sie diese Dame einfach nach in ihrem Buch nach Prag geschickt, damit sie dort die ehemalige Freundin oder Geliebte ihres Mannes, der inzwischen gestorben war, kennenlernt. Und das haben wir, diese Szene haben wir jetzt gerade gehört. Und was es mit den Briefen auf sich hat, können Sie tatsächlich nachlesen, denn wir ringen jetzt durch die Themen und durch die Bücher durch, aber vor allem springen wir hierher nach Leipzig, wo Marketa eben, wie gesagt, Residenzautorin ist. Und auch unsere Geschichte hat sehr viel mit Leipzig zu tun, hat viel mit der Leipziger Buchmesse zu tun, denn 2008 war Marketa zum ersten Mal hier auf der Leipziger Buchmesse in der tschechischen Präsentation. Ich habe sie damals moderiert. Ich hatte auch im Auftrag des Kulturministeriums ein paar Passagen übersetzt. Und sowohl ihr Auftritt als auch diese Passagen haben im Endeffekt dazu geführt, dass der Residenzverlag die Rechte an diesem Buch gekauft hat und es dann auf Deutsch veröffentlicht hat. 2010 war dann Marketa wieder da, denn dann war inzwischen dieses deutsche Buch erschienen. Wir haben wieder eine Lesung, wieder in Leipzig gemacht. 2012 haben wir uns schon wieder in Leipzig getroffen, denn damals gab es einen Tschechien-Schwerpunkt im Netzwerk der deutschsprachigen Literaturhäuser. Und gleichzeitig ein Sonderheft der Zeitschrift Die Rohren mit aktueller tschechischer Literatur. Das hat meine Kollegin Eva Profosova und ich, wir haben das rausgegeben. Und dort war auch Markéta Pilátová
mit vertreten. Danach waren alle Beteiligten auf Tournee quer durch die deutschsprachigen Länder. Das war ein sagenhafter Aufwand, der da getrieben hat, und es war wahnsinnig schön, einfach so viele Leute im ganzen deutschsprachigen Raum diese tschechische, aktuelle tschechische Literatur nahezubringen. Das war eine sehr euphorisierende Sache damals. Inzwischen sind noch weitere Bücher von Markéta auf Deutsch erschienen. Im Braumüller Verlag mein Lieblingsbuch, übersetzt von Julia Kaudelke Hansen Löwe. Da spielt auch Brasilien eine große Rolle, und es ist ein Blick in die polnische Zeitgeschichte, interessanterweise. Also Markéta verknüpft gerne das lateinamerikanische Thema mit europäischer Geschichte. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Als nächstes Tsunami Blues. Das habe ich selber übersetzt. Hier begeben wir uns nach Thailand, nach Mähren und absolvieren noch eine aufregende Reise quer durch Kuba. 2019 dann kam ein kleiner Band, Der Held von Madrid, in der Reihe Tschechische Auslese im Visa Verlag. Die ist anlässlich des Gastlandauftritts, des erwähnten Gastlandauftritts von Tschechien 2019 herausgegeben worden. Eine kleine, feine Sammlung von tschechischer Gegenwartsprosa. Da geht es um die spanischen Interbrigadisten, nein, die tschechischen Interbrigadisten in Spanien. Ein sehr interessantes Thema. Übersetzt hat das Sophia Marzorf, und Sophia Marzorf hat schließlich auch mit Batja im Dschungel übersetzt. Das ist das aktuellste von Markéta auf Deutsch erschienene Buch. Und das war auch der Anlass für unser letztes Treffen an jenem sagenhaften 9. März diesen Jahres, wo eigentlich die Buchmesse so richtig losfahren sollte. Ich selber sage, das war meine Buchmesse dieses Jahr. Also ich habe eine gehabt. Ich war nämlich an diesem 9. März aus Berlin spontan hergekommen, habe mir das angeguckt, und am nächsten Tag ist dann alles peu à peu runtergefahren worden. Und ich bin heilfroh, dass ich dabei war, und freue mich sehr, dass auch Edward Pietsch, der damals das moderiert hat, hier sitzt im Publikum. Ich freue mich sehr, dass der Buchmesse-Direktor Herr Zille da ist. Sehr schön, eine schöne Runde. Und jetzt ist Markéta also wieder in Leipzig, sogar diesen ganzen Monat, der fast schon rum ist. Sie ist ja schon 3 Wochen da. Ich weiß, Markéta hat immer bedauert, dass sie Leipzig nur auf einem sehr, sehr engen Bereich kennt. Bahnhof, Hotel, Messe, Hotel, Veranstaltungsort, Hotel, Messe, Hotel, Bahnhof und so weiter. Du hattest inzwischen mehr Zeit, Leipzig anzuschauen. Du hast Leipzig ein bisschen kennengelernt. Ja? No, určitě. Já jsem z Lipska naprosto unešená, protože tady je úplně všechno, co si člověk může přát. Markéta ist völlig begeistert und hin und weg von Leipzig, weil es hier einfach alles gibt, was man sich wünschen kann. Je tady nádherný centrum. Vůbec si nedovedu představit, jak to město mohlo být krásný, než vlastně válka zničila 60% těch nádherných jako budov. Schon die Innenstadt, das ist so wunderbar, und sie kann sich gar nicht vorstellen, wie diese Stadt noch vielleicht noch viel schöner war, bevor der Krieg 60% hier zerstört hat. Vlastně mě se v Lipsku strašně líbí, protože já jsem svým založením eklektik a mám hrozně ráda takový mix nejrůznějších věcí a stylů, a v tomhle mi to Lipsko vlastně hrozně vyhovuje. Markéta ist vom Naturell her Eklektizistin, und deswegen kommt ihr Leipzig sehr entgegen, weil sie einfach diese Mischung von Stilen, von Herangehensweisen, von Formen, Sprachen hier auf engstem Raum findet, und das kommt ihr total entgegen. Taky se mi strašně líbí vlastně to okolí, které ale je hrozně blízko centra, a vlastně zasahuje ta příroda do toho města, a to se mi strašně jako líbí. Und außerdem gefällt dir das Umland, was sehr weit in diese Stadt hineinreicht. Also es ist alles ganz nah, das Grün reicht bis ins Zentrum vor, und das begeistert sie total, und sie nutzt es auch weitlich, das weiß ich. A taky jsem tady v Lipsku vlastně přišla na to, jakou formou píšu.
protože jsem si víc načítala o Bachovi a o jeho hudbě a četla jsem si o tom, jak je vlastně strukturovaná fuga jako taková. Und in Leipzig ist ja auch aufgefallen, wie ihre Art des Schreibens funktioniert. Denn hier hat sie viel über Bach gelesen, auch theoretische Geschichten, hat was über die Komposition einer Fuge, über die Kompositionsprinzipien gelesen. Da ist sie drauf gestoßen, auf diese Form. Protože já vlastně většinou mých knížek je koncipována tak, že je to několik hlasů, které mají vlastně stejný vypravěčský místo. Die meisten ihrer Bücher sind so konzipiert, dass es mehrere Erzählstimmen gibt, die einen an einer Stelle zusammenkommen. A vždycky si protiřečí v těch pohledech na jednu věc, na jedno téma. Und oftmals widersprechen sie sich auch in ihren Sichten auf ein und dasselbe Thema zum Beispiel. A to téma vlastně se pořád vrací, pořád opakuje jako. Und das Thema wiederholt sich immer wieder, kommt immer wieder in Wiederholungen, in Abwandlungen, wie in einer Fuge. A vlastně to mě překvapilo, jak hudba může mít podobnou konstrukci jako psaní. Und das hat sie überrascht, wie die Musik ähnliche Konstruktionsprinzipien zeigen kann wie ein Buch, wie ein geschriebener Text. A je pravda, že už víc lidí mi říkalo, že vlastně moje psaní jim evokuje často nějakou hudební kompozici a já jsem konečně přišla na to proč. Und sie haben schon mehrere Leute gesagt, dass ihre Bücher sie an musikalische Kompositionen erinnern und jetzt ist sie endlich drauf gekommen, warum diese Leute das gesagt haben. A to díky Lipsku. Und dank Leipzig ist das passiert. Wunderbar. Generell liegt Marketa das Reisen im Blut. Schon, sie hat Romanistik und Geschichtswissenschaften studiert, und zwar nicht nur in Olmütz, in Mähren, sondern auch in Spanien und in Mexiko. Zwei Jahre später dann war sie auf der Universität in Granada Lektorin am Lehrstuhl für Slawistik. Von 2005 bis Anfang 2020 hat sie überwiegend in Südamerika gelebt, in Argentinien und in Brasilien. Dort hat sie Tschechischunterricht für Nachfahren tschechischer Einwanderer gegeben, auch in der zweiten und dritten Generation schon. Sie ist aber natürlich auch viel herumgereist, hat Land und Leute kennengelernt und darüber Reportagen geschrieben, denn sie ist außerdem noch Journalistin, hat also für eine große tschechische Wochenzeitung Respekt, hat sie viele Texte geschrieben, aber auch für den tschechischen Rundfunk. Und in Brasilien hat sie auch eine Frau kennengelernt, die nicht nur ihr Schreiben, sondern auch ihr Leben beeinflusst hat. Wer war das? Českého podnikatele, kterému se říkalo Schulkönig, a byl to prostě Jan Antonín Baťa. Es war Dolores Baťa. Adam Vašič, das war die Enkelin von Jan Antonín Baťa, der sogenannte Schuhkönig im Zusammenhang mit dem Baťa-Clan, um den es auch in diesem Roman geht. A protože ta firma Baťa byla hrozně silná v oblasti reklamy a takové to, prostě Baťa po sobě pojmenoval v Brazílii pět měst. Baťa war wahnsinnig stark im Marketing. Das war ein wichtiger Aspekt in seines Wirtschaftens, seines Herangehens als Unternehmer. Schon alleine 5 Städte in Brasilien sind nach ihm benannt, tragen also seinen Namen in ihrem Stadtnamen. Ja, also Bescheidenheit gehörte nicht zu den Vorzügen der Batjas. A tady ta paní mi asi po 2 dnech, co jsme se znali, řekla, ty bys měla napsat knihu o mém dědečkovi. Ungefähr 2 Tage, nachdem sie sich kennengelernt hatten, Dolores und Marqueta, hat sie Dolores gesagt, du solltest mal ein Buch über meinen Großvater schreiben.
Tak jsem říkala, dobře, ale musíme trošku počkat. Počkali jsme 10 let. Okay, aber wir müssen ein bisschen warten. Im Endeffekt hat es 10 Jahre gedauert. A pak jsem se odvážila teda něco o tom králi českém, vlastně světovém bod, napsat takový román. Und dann erst hat sie sich getraut, wirklich über diesen Batya etwas zu schreiben. Dieses Buch ist entstanden und Steffi Böttger wird uns jetzt eine Passage vorlesen, übersetzt von Sophia Marzoff.